Servus Leute, zurück zu Let's Play Summon Mara. Das letzte Mal hat, oder beziehungsweise Ingo hat vor einigen Parts den Wunsch geäußert, dass wir doch mal eine kleine Tour über die Insel machen. Und ich mal zeige, wie ich denn mich jetzt positioniert habe. Beziehungsweise einige Dinge positioniert habe. Also das mit den Kirschbäumen, das habt ihr ja schon gesehen. Wir werden jetzt einfach mal Ingos Wunsch erfüllen und einfach mal hier eine kleine Inseltour machen. Also, meine Brunnen hier ein bisschen chaotisch, habe ich hier aufgebaut, aber ja, viele Brunnen hier, weil ich dachte, ich kann die Insel irgendwann pflastern mit Brunnen. Leider ist das nicht der Fall. Warum hier einige bewässert sind und einige nicht, das kann ich nicht erklären tatsächlich. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben eine 100er Cap. Also ich habe eigentlich Brunnen für mehr auf der Insel, aber bei 100 ist Schluss. Was meine Befürchtung war. Na gut, das müssen wir halt bedenken und dann machen wir das schon. Also meine Felder hier erwirtschaften meinen guten Wert hier. Hier. 3000 Gold habe ich jetzt. Da habe ich einmal eine Fuhre Erdbeeren verkauft und die neuen Erdbeeren angepflanzt. Honig wird hier produziert. Da muss ich aber immer eine Bienenkönigin reintun und ja, wurde mir gerade schon angezeigt. X, ich habe keine Bienenkönigin mehr. Das ist lästig, ich bräuchte Bienenkönigin für Bienen. Moment. Ein bisschen Njam 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 machen, weil meine Nahrungsanzeige ziemlich niedrig ist. Ich habe von der letzten Reise, wir haben ja angefangen, die Inseln außen zu erkunden. Wir werden da auch gleich weitermachen. Habe ich ja ein Küken mehr. Hier, füttern wir mal, damit es groß und stark wird. Eier. Sehr schön. Pro Tier kriege ich dann Eier. Oder, ja. Umso mehr Tiere, umso mehr. Das ist, ich kriege immer viermal füttern, ergibt eine Ladung. Und eine Ladung ist so groß wie Anzahl der Tiere auf meiner Insel. So, meine Schweine, ich weiß nicht warum. Da war auf einmal immer irgendwann das... Erst waren sie hier drin, tatsächlich. Und dann war auf einmal das hier offen. Dann waren sie draußen. Und seitdem sind sie hier draußen. Vielleicht ist es auch deren gewachsene Form. Auf jeden Fall Trüffel habe ich festgestellt. Ich kann hier Möhren in Trüffel umwandeln. Und Trüffel gehen für viel Geld beim Händler. Also ich kriege da 65 Gold pro Trüffel. Und die geben halt schon mal zwei, weil ich ja zwei Schweine habe. Schon mal schlecht. Hier, da hinten, das ist alles ganz normal. Prinzipiell. Hier hinten habe ich meine Holzbäume oder einfach, ja, Harz oder sowas. Die habe ich tatsächlich ausgedünnt. Eigentlich war es eine doppelte Reihe. Jetzt habe ich eine Zickzack-Reihe hier hingemacht, damit ich prinzipiell mehr zum Anbauen habe. Ursprünglich war mein Gedanke hier hinten, dass ich hier eine Reihe an Brunnen mache, um möglichst viel Anbaupflanzen zu bauen. Hier meine Zitronenplantage. Die ist eigentlich ziemlich ergiebig. Hat bisher gereicht. Ich habe bisher Zitronen noch nicht wirklich für irgendwas Besonderes gebraucht. Daraus würde ich Holz bekommen, wenn ich bräuchte. So, dann gehen wir erstmal nach oben. Oben hat sich ja auch ein bisschen was getan. Prinzipiell. Hier haben wir drei von diesen Büschen mit diesen komischen Pflanzen. Hier haben wir die Granatapfelbüsche. Ich dachte, das sind Bäume, aber naja. Gibt es halt hier Granatäpfel. Meine Pfirsichbäume tatsächlich finde ich unpraktisch, dass ich sie gestellt habe, weil, genau. Ab und zu fällt mal was runter und ab und zu fällt auch was hier unten auf die, einfach auf die Zwischenablage hier dazwischen. Da muss ich hier irgendwie Akrobatik anwenden, um dorthin zu kommen. Moment, da fällt mir gerade ein, wenn wir wieder auf Reisen gehen wollen, dann sollte ich erstmal die Pflanzen hier abbauen. Die gehen immer. Das sind 10 Gold pro Pflanze. Und danach den Tank auffüllen. Ich glaube, mein Tank war ziemlich leer beim letzten Mal, wenn ich mich recht erinnere. Also, ja. Gut. Tank ist aufgefüllt. Ich habe keinen Crystal. Ja, bisher haben wir noch gar nichts in Richtung Crystals machen müssen. Hier, das hat sich nicht verändert. Oh, das sehe ich doch gerade, eine Crate. Da kann aber was Gutes drin sein. Eine leere Flasche. Drei leere Flaschen, okay. Oh, da kann immer was Nettes wie Samen und sowas. Baumwollsamen zum Beispiel. Die Mine haben wir ja schon angeschaut, als ich sie gebaut habe. Da hat sich nichts verändert. Ich brauche immer noch Schießpulver, um diese Mine freizuschalten. Gut. Dann... Ich bin hier abgedriftet. Hier geht es ja zur Mine durch oder zu den Durchgang. Hier an der Seite habe ich weiterhin Brombeersträucher. Ich habe
Himbeeren hier an der Seite, das sind Himbeeren, die habe ich gepflanzt. Noch dazu habe ich dort unten Himbeeren. Interessanterweise ist, dass wenn sie gewachsen sind oder reif, dann sehen die aus wie diese Beeren, aber wenn man sie aufsammelt, dann werden sie zu Himbeeren. Also sie sehen auch so blau aus, wenn sie da dran hängen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder einfach ein Bug oder keine Ahnung oder Faulheit. Nee, ich glaube, das ist ein Bug eher. Oder ja, wurde halt noch nicht gemerkt. Weil ich glaube nicht, dass es schwierig ist hier, dass die Erscheinung von einer Brombeere durch eine Himbeere zu ersetzen. Aber sie sehen auf dem Busch als blaue Beeren aus. Genau. Bist du ein Busch? Du stimmst hier nämlich nicht. Du kommst weg. So, ich mache nämlich ein bisschen Platz, weil es ist noch nicht die finale Form. Ich möchte hier weiter Himbeeren und vielleicht hier noch Brombeeren bis nach unten. Na, mal schauen. Hier wird es ja, glaube ich, zu steil. Die Himbeeren vielleicht hier rum, bis hier rum, da rum. Himbeeren am Weg entlang, prinzipiell. Und dort unten haben wir dann prinzipiell meine, ja, Strandplantagen. Das war fies. Gerade von der Nase despawned. Wir haben hier die Palmen mit den Kokosnüssen. Ich habe die Bananen etwas weiter rein, weil so am Wasser fand ich sie jetzt auch nicht so passend. Die habe ich jetzt wegen weiter reingeschoben, reinwachsen lassen. Da ist ein anderes. Jawohl, ja. Hier, die Ananas haben wir jetzt zuletzt gefunden. Hier mache ich eine kleine Ananasplantage hin. Prinzipiell. Ich werde wahrscheinlich hier 9 3x3 Feld Ananas machen. Und hier oben sind meine Kakaopflanzen. Die sind ganz nett und sind auch ertragsam. Meinen Schafen geht es ganz gut. Wir haben erst 2 Schafe. Die produzieren schön Milch. Wenn denn überhaupt mal. Und hier noch die Apfelplantage prinzipiell. Was hier hinkommt, weiß ich bis heute noch nicht. Aber da erwarte ich eigentlich noch ein letztes Gebäude. Oder falls es ein letztes Gebäude ist. Also mit letzten. Letzte meine ich. Genau. Ja. Zu den Gebäuden selbst. Da habe ich jetzt ganz vergessen, was dazu zu sagen. Aber Orangen habe ich wenig im Inventar, weil ich die auch alle letztens verkauft habe. Orangen sind gutes Geld. Ich glaube 6 oder 5 pro Orange ist okay. Genau. Die Mühle passt hier ganz gut, finde ich, neben den Hühnerstall. Hör, falls ein paar Körner überfallen, dann kriegen die Küken. Bist du schon größer geworden? Ich glaube, du bist schon größer geworden. Genau. Ich dachte erst, dass man hier mehr von diesen Honigwaben, Honigstöcken bauen kann. Aber nee, war nicht so. Einen nur. Weil sonst hätte ich hier vielleicht 3 oder 5 hinmachen wollen. Aber wenn man immer eine Bienenkönigin braucht, um die zu machen, ist auch blöd. Na gut, ich schau mal kurz. Ich glaube, einmal nächtigen, dann ist alles reif. Ist sowieso schon spät. Dann nächtigen wir, ernten wir und danach geht's ab. Dünger habe ich auch noch genug. Brauche ich tatsächlich nicht so häufig. Schaut mal her, der Hühnerstall. Der hat einen fancy Style. Fancy Effekt. Okay, das ist cool. Ist die Frage, wie viele Tiere? Also es ist cool, dass ich pro Tier dann die Ladung bekomme oder das Ergebnis bekomme. Also umso mehr Tiere ich auf meiner Insel habe, umso mehr kriege ich von denen am Ende. Jetzt ist die Frage bloß, die wir uns alle stellen vielleicht, wie viele Tiere ist das Maximum? Also wie viele Tiere kann ich anhäufen? Ich hätte gerne massenweise Tiere. Weil umso mehr Tiere ich habe, umso weniger brauche ich zum... Dann kann ich sehr viel Wert draus machen. Also am besten Schweine. Dann würde ich nur Karotten in Trüffel umwandeln. Stellt euch vor, ein Feld Möhren, wie viel kosten denn Möhrensamen? 15 vielleicht? Dafür kriege ich im Moment 130. Das ist worth. Das ist richtig worth. Ist bloß wegen langsam. Aber gibt es erträgliche oder schnellere Varianten. Aber sonst ist es erträglich. So, falls ihr einen besseren Trick habt, hier Felder zu düngen, raus damit. Aber ich schaffe es gerade mal hier
bis auf die drei letzten Felder hier alles. Das finde ich zwar okay, aber mehr klappt nicht in der Zeit. Vielleicht habt ihr eine andere Technik, um noch schneller das alles hinzubekommen. So, Paprika, um Geld zu machen. Geldanbau. Schöne Paprikas. Echt, dieses Paprika, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Paprika, ja, aber Paprika, das ist irgendwie so ein cooler, wohlklingender Name, finde ich. Paprika. Nein. Kürbis. Ja, Kürbis ist Geld. Maschinen. Ich weiß ja nicht, ob ich noch mehr Geld brauche. Den letzten ultimativen Tank habe ich ja schon bezahlt. Das war meistens das teuerste im Spiel überhaupt. Dementsprechend schauen wir einfach mal. So. Melonen habe ich gepflanzt, Auberginen habe ich gepflanzt, ich habe Erbsen geerntet. Eigentlich habe ich mittlerweile alles. Ich habe sogar Erdbeeren jetzt. Hier an dem Platz hätte ich gerne Melonen. So, und jetzt ein bisschen Futter für die Tiere. Wir brauchen Weizen, Mais und Karotten. Genau. Das Bewässern ist mir egal. Bewässern lassen wir einfach. Gibt es hier vielleicht eine Himbeere jetzt, wo ich sie mal erwähnt habe, dass hier Himbeeren blau sind? Nein, natürlich nicht. Schade. So, meine Schweinchen füttern. Gönnen. Okay. Ja, ich sag ja. Moment. Okay, ja, komisch. Wir sind wieder hier zurück. Verbuggt deswegen, ich konnte gerade nichts mehr steuern. Ich glaube, es war gerade ein Moment, wo ich die Zitrone aufgehoben habe, wo ich das Schwein theoretisch füttern konnte und dann konnte das Spiel nicht mehr mit meinen Instruktionen irgendwas weitermachen. Interessant ist, dass durch Alt-F4 und Neustarten des Spiels ein Tag vergangen ist, weil das hat ja 10 gedauert und so. Es ist ein Tag vergangen. Faszinierend. Tatsächlich. Das wusste ich nicht, dass das Spiel so reagiert. Ich frage mich auch, wann gespeichert wird. Hier sehen wir es jetzt endlich auch. Eine Blaubeere oder Traube. Aber nein, es ist eine Himbeere. Eine Himbeere. Ja, die Himbeere pflanzen wir dann fleißig hier weiter den Weg. Ich habe ja genügend Platz. Zur Not müssen die Holzbäume für die Nutzpflanzen weichen. Tatsächlich. Also, die sind mir wichtiger. Weil die dort hinten, da gehe ich nie hin. So, Möhre gegeben. Trüffel. Katsching. 10 Trüffel. 650 sind die wert. Hier kriegst du auch eine Möhre. So, okay. Ja. Dann, hoffentlich war das jetzt schön genug für diese Inseltour. Mal schauen, wie sie sich, also was noch am Ende alles dazukommt, prinzipiell zu der Insel. Ja, die Statue hier. Oder dort hinten das Eiskühlfach oder der Ofen. Da hinten habe ich noch nichts hin dazu zusätzlich. Aber das passt gut hier rein und so. Müssen wir mal schauen, was hier noch so alles geht. Vielleicht gibt es noch was auf den anderen Inseln. Aber dazu müssen wir auf die anderen Insel. Dann reisen wir doch mal los. Nein, besser. Teleportation. Aufs Goldinselchen. Da waren wir zuletzt. Teuer, aber ich habe ja gut Geld gemacht. So. Oh, ich sehe da einen Stern, ich sehe da einen Stern. Sterni heißt ein Tierchen. Stern. Oh, wo ist das Tier hin? Moment. Y? Jawohl. Der Schwertfisch kommt mit. Kommt mit. Ich hab gesagt, kommt mit. Sehr schön. Ja, machen wir nochmal. Man kriegt eine Meldung, wenn so eine Schnur kaputt geht. Ich weiß gar nicht, wie diese Meldung aussieht. Moment, der Stern war irgendwo hier. Da. Ein weiteres Schaf. Sehr gut. Mehr Milchproduzenten. So, wo sind wir? Nach unten müssen wir. In den Süden.
Das Goldinselchen haben wir das letzte Mal schon besucht. Das Gold zu holen dort ist natürlich auch was wert. Also hierhin immer reisen und dann hier das Gold farmen. Hätte schon was. Könnte man schon Geld machen damit. Also mittlerweile ist Geld machen nicht mehr so das Problem. So, ein neues Gebiet. Was haben wir hier? Ah, offene See. Dunkel. Regnerisch. Was für ein Fisch gibt's hier? Oh, was bist du? Was ist das für eine? Das hätte ich jetzt gesagt, ist ein Anglerfisch, oder? Fisch aus der Tiefe. Aha. Den will ich nochmal. Den habe ich noch nicht, den Fisch aus der Tiefe. Und der sieht wie ein Monster aus. Geil, den nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, Fisch haben wir noch nicht so häufig benötigt. Aber gut. Fisch aus der Tiefe wird mitgenommen. War eine Krabbe? Oder? Was haben wir jetzt vor uns? Die vergessene Insel. Ja, da gehen wir mal drauf. Schaf, du bewachst das Schiff. Genau. Das war... Ah, weitere Ananas. Ananas ist gut. Oh, die? Ja, gut. Das sind die Früchte, die so seltener sind. Ja, hier ist nicht nur eine vergessene Insel, hier ist auch irgendwie... Was ist das? So ein Schwein. Okay, ein Schwein hat hier sein Lager. Und hier sind diese... Und diese seltenen Früchte, das ist gut. Hier ist tatsächlich... Oh, was ist das? Die habe ich auch noch nicht, glaube ich. Monsterleck? Ja. Dieses Wasser sieht ungesund aus. Ich sollte aufpassen, wenn ich meine Füße reinstecke. Natürlich höre ich nicht darauf, was ich sage. Wollte gerade sagen, ich habe eine Vase genommen? Okay. Auf dieser Insel kann man bestimmt ein spannendes Abenteuer erleben. Ja, einen Tümpel haben wir gefunden. Sonst spannendes Abenteuer. Hier gibt es Alien-Eichhörnchen. Ah, eine Krabbe. Ein Schlafsack. Oh, was haben wir dort hinten? Das sieht aus wie... Loot. Ein Schweinchen. Granatapfel kriegen die. Moment, kann es sein, dass wenn ich die fütter, dass die auf meine Insel dann mitkommen? Weil ich habe ja auch irgendwann einen Hund auf meiner Insel gehabt. Und ich habe keine Ahnung, wo der Hund herkam. Aber ich habe ab und zu mal einen Hund gefüttert. Wobei habe ich nicht schon... Ah, wobei... Ich hatte keine Granatäpfel. Jetzt habe ich Granatäpfel. Also kann ich sie jetzt schon eher füttern. Hier geblieben. Hier, fütter ich dich. Ihr kommt alle auf meine Insel. Stimmt's? Hier, gönn dir. Wuff. Oh, das war der seltene Köder. 4 Stück davon. Kann ich wieder seltene Fische holen? Ja, dafür brauchten wir diese komische Alien-Made. Ein Abenteuer! Meine Ananas. Interessant, verwinkelter Weg. Oh, was ist das? Ah, okay. Noch mehr Köder der Unbekannten. Das sind die Runen der Wächter, von denen Yaya mir erzählt hat. Haha, jetzt haben alle was gefüttert bekommen. Bin immer gespannt, ob meine Theorie dann stimmt. Oh, die wollen mich runterschubsen, glaube ich. Ihr werdet mich nie kriegen! Ihr werdet mich nie... Oh, da ist eine Krabbe. Eine Seile. Oh, zwei Seile. Zwei Seile ist gut. Der Kraken. Der Kraken. Und ihr nehmt ein paar. Nehmen wir mit. Die hinten Fisch. Das ist echt noch eine Kopfsache bei mir mit den Buchstaben. Aber es wird besser. Ich habe kein einziges Mal bisher jetzt draufschauen müssen.
Oh, das sah nach mehr Tintenfischen aus als bloß einem. Gut, aber das war's, glaube ich, in diesem Fall. So, weiter in Süden. Ich teleportiere mich mal runter, das geht schneller. Süden. Oh, ist da die Piratin, die mir hier Stuff... Wobei, nee, ich glaube, die hat ein anderes Symbol gehabt. Das ist unser Piraten, unser erster Lizio ist das, glaube ich. Ja, das ist Lizio. Was haben wir denn, was du gebrauchst? Ah, seht ihr Trüffel. Trüffel könnt ihr gut gebrauchen. Oh ja, Holz. Holz habe ich zu viel. Das kann ich auf jeden Fall einiges loswerden. Genau. Steine theoretisch auch. Schal ist 140 wert. Muss man echt mal schauen und vergleichen, was so am wertvollsten ist. Welche Produktion sozusagen am lohnenswertesten ist. So, machen wir auf 40 runter. Man braucht vielleicht noch ein bisschen paar Holz. Wobei, ich habe so viele Schwimmer und Bretter und sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber hier sieht so bedürftig aus. Ist okay. Ich muss in den Süden weiter. Es gibt neue Gebiete zu entdecken. Das kenne ich doch. Das ist die mit den Erdbeersamen. Erdbeersamen. Her damit. Und... Ja gut, ich nehme noch mehr Himbeeren. Das geht schneller, als auf sie zu warten. Bis sie wachsen. Erbsensamen nehme ich noch. Erbsensamen sind teuer. Aber ich nehme sie, weil sie da sind. Ich nehme ein paar Libellen, weil die auch relativ selten sind. Und Auberginensamen, weil ich die auch nicht habe. Ach, Baumwollsamen nehme ich auch, wenn ich schon dabei bin. Zuckerstoffe, Eis. Eis, komm, ich nehme mal Eis, weil ich wüsste nicht, wie ich sonst Eis bekomme. Gut. Was haben wir in diesem Gebiet? Hier haben wir irgendwie drei Popelriffe. Ich wollte jetzt nicht Inseln direkt sagen, aber sehen aus... Südliches Archipel. Was haben wir hier? Eine Krabbe. 300 Gold. Kohlekarren. Hier haben wir eine Bank. War ich schon mal auf dieser Insel oder sehen sie alle gleich aus? Ja, wahrscheinlich zweiteres. Oh, es wird dunkel. Gut, weiter geht's. Wir haben ein weiteres Archipel. Kohle ist eigentlich nicht schlecht. Kohle kriege ich auch sehr selten normalerweise. So. Stoffe, wertvoll. Eine Blume, okay. Die habe ich aber schon mehrmals. Und ein Fisch, habe ich den schon? Steinfisch. Habe ich schon Steinfisch? Ja, aber nicht viele. X. Gut. Und die dritte Insel. Hier haben wir Kokosnüsse oder so, Palmen. Oh, hier haben wir ein paar... Einen Köder. Happy Birthday, Zozo. Und ordentlich Geld. Ein bisschen Erz. Ich sollte mal was futtern. Meine Energie ist recht low. So, schön. Sonst ist hier... Ja, Müll. Aber sonst ist nichts. Weiter geht's. Was für einen Fischspott haben wir dort oben? Ein Fischspott. Offene See. Wenn man nicht nah genug an der Insel ist, ist es wahrscheinlich... Die habe ich, glaube ich, mehrmals schon, oder? Ja, ich mache es trotzdem. Oh, jetzt sehe ich zum ersten Mal, wie ich da drauf stehe und angel. Das habe ich davor, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, das war die falsche Taste.
Hab mich gerade zwischen zwei entscheiden müssen und ja, hundertprozentig läuft's noch nicht. Okay, dann gehen wir weiter darüber. Gerne die Piratin mir folgen. Ich hole mir so viel Erdbeersamen wie nur möglich. Sehr wertvolle Fracht. Oh ja, was haben wir hier? Zwei Fischspots. Y. Das ist eine Sardine, oder? Die habe ich, glaube ich, mal für eine Quest gebraucht und einfach gekauft. Oder ich hätte sie kaufen können. Y. Kriege ich immer mehr von denen? Weil da waren jetzt gerade zwei Fische, oder? Eins. Da muss man drauf achten. Ob ich eins oder zwei bekommen? Oh, das sind wieder andere Schiffe. Warum hier... Nicht nur andere Fische sind da. Die Musik ist wieder mal laut. Rotbrass. Aber jetzt nicht gesehen, ob ich den schon habe. Ich weiß ja nicht, ob ich die irgendwann noch für ein Rezept brauche. Da war irgendwo so ein riesiger Fisch. Da. Ein Wal. Amazing. Ich kann durch den... Hallo, Herr Wal. Hallo. Hallo. Ich bin's. Sobald er mich gesehen hat, will er abdrehen. Was ist hier los? Warum sind hier so viele... Halt. Dich habe ich gesehen. Du kommst zu mir. Okay, so einen komischen Salat. Meeresfrüchte-Salat. So, aber hier haben wir eine kleine Insel. Mitternachtsstrand. Vom Namen her sollte ich hier wohl nachts mal her, oder? Wir schauen uns einfach mal an, was es hier gibt. Was zwitschert hier so? Ich erwarte hier eigentlich was zu sehen. Was zwitschert? Hasen? Und man kann nicht Hasen füttern? Nein, Hasen kann ich nicht füttern, das ist schade. Ja, er hat mir von Leuten erzählt, die Schiffbruch erlitten. Aber Mara hat sie immer gut behandelt. Oh, Mara behandelt einen gut, wenn sie so Zeug anspült. And so I'm sitting on my island for God to fly. Okay. Einiges an Pilzen. Ich mag diese Krabben. Wenn man sie findet, ist es immer guter Loot. Oh, schau mal, die. Ich glaube, der Film ist schon voll. Noch ein paar komische Ungeheuer. Ein Schiffswrack, was für ein romantisches Abenteuer das gewesen sein muss. Das war ein Schiffswrack? Ja, könnte es sein. Nee, könnte nicht sein. Nee, das ist doch kein Schiffswrack. Ich weiß nicht, was die Leute hier suchen. Was macht ihr hier? Das ist das erste Mal eine... Ein Text, der zur Insel passt. Oh, was ist das? Den hatte ich auch noch nicht. Den hatte ich noch nicht. Der ist mir neu. Die angeln auch hier Aal. Jetzt kann ich eigentlich schauen, ob ich mehr Aal bekomme, weil... Ich weiß, dass ich... Ich achte nie auf die Zahl. Tatsächlich, das erste Mal waren zwei Aal. Oh, schön flach hier. Okay. Neue Meeresköstlichkeiten. Also, das ist schön. Das Erkunden wird hier belohnt in dem Spiel. Das ist die magische Formel. Man sollte immer bei Spielen, wo man erkunden kann, die Leute auch... Also, das ist ein gutes Spieldesign prinzipiell. Man sollte auch immer Belohnungen verstecken fürs Erkunden, weil sonst macht das Erkunden irgendwann keinen Sinn. Oh, das ist ein Symbol, das kenne ich noch nicht. Aus dem Weg, Kleine! Hey, sei vorsichtig! Wie kann jemand, der so klein ist, so ein Boot steuern? Ich bin nicht klein und es gehört meiner Großmutter. Was für eine tolle Großmutter lässt einfach ihre Enkelin allein. Was soll's, so lernst du wenigstens etwas. Du brauchst niemanden anderen auf der Welt, nur dich selbst. Das stimmt nicht. Wenn du es sagst, Kleines, hör auf mich Kleines zu nennen. Ich heiße Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ich heiße Eriti.
Ich bin die schnellste Piratin Mar und jetzt entschuldige mich bitte, aber ich muss weiter. Du tust also, ob das mir nur dir gehört, weil das der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, unsere Wege werden sich nie wieder kreuzen. Leb wohl, kleines Mädchen. Kann ich mit dir handeln? Nein, gut. Böse. Fisch? Okay, Tintenfisch. Haben wir schon genug? Vermute ich. Keine neuen Tiere. Hey, das Schaf möchte gern Schweine zur Gesellschaft. Mehr Schweine. Stein der Naturgeister. Aha. Erstmal den Müll einsammeln und dann die wertvollen Muscheln. Und dann schauen, was es hier für einen Fisch gibt. Kenn ich dich? Kenn ich dich, Fisch? Ich weiß es nicht. Ich fange dich einfach mal. Mabra. Doch, den habe ich zwar schon, aber ich weiß jetzt nicht. Oh, der geht ziemlich schnell runter. Drei. Das ist, wenn es wirklich die Anzahl war gerade der gefangenen Fische, dann war das ordentlich. So. Ich habe so ein seltsames Gefühl, oder vielleicht bin ich einfach hungrig? Und so. Du Abenteurer. Und so, ich habe schlechte Neugier. Ist genau, wie ich befürchtet habe. Es tut mir leid. Hier hast du die Blume. Sieht dir wirklich krank aus. Ja, die Elites zerstören alles, was sie berühren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, das war's. Stimmt, ich hatte noch eine Quest mit ihm offen. Was habe ich dafür? Ananas habe ich dafür gebraucht. Das müsste jetzt auch wieder gehen. Kalebs Zeugs. Leinwand, Napopo? Napopo kann ich eigentlich auch. Napopo hätte ich auf meiner Insel schon ansprechen können. Okay, hier haben wir Pinien. Hier haben wir ein paar Blumen. Abbauen. Okay, was war das? Okay, der hat ein bisschen Steine dran, aber... Kann ich raufklettern? Nee. Ich kann auch nicht raufschauen. So, die Schafe würde ich gerne auf meine Insel einladen für mehr Milchproduzenten, aber sonst... sonst ist diese Insel leer. Na gut. Dann geht's weiter zur nächsten Insel. Ja gut, wir hatten hier auch die Piratin als Besonderheit. Wir hatten hier schon ein paar Sachen. Piratin und Insel mit Stein. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Besonderes. Schwarzer Vulkan. An dem muss ich vorbei, tatsächlich. Ach, das wird wieder eine lange Folge. Es gibt wieder so viele zu erkunden. Und die Tour am Anfang. Erstmal ein Vulkan. Moment. Hier geht es nicht nach Westen. Dann teleportieren wir uns. Das ist fies. Dann muss ich hier nach Süden. Hä? Hier geht es auch nicht nach Süden. Okay. Dann nach Westen und schauen wir mal. Wieso geht es da nicht entlang? Es wird mir angezeigt, dass da was ist. Ja gut, Westen dann. Da sind Tier. Da war ein Tier. Hab's gesehen. Hier irgendwo. Da. Ein Küken. Kein neuer Fisch. Da haben wir wieder Elizio. Und Tempel des Westens. Ah, schön, 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 schön. Dann können wir hier tanken. Und uns natürlich wieder umschauen. Was ist das? Eine Eichel. Eicheln sind irrelevant. Da drüben eine Krabbe? Nein. Oh, der Tempel ist dort oben. Cool. So. Erstmal hier rumlaufen. Ach, da geht's sogar offiziell nach oben, wie es scheint. So, okay. Dann gehen wir da... Da drüben ist eine Krabbe, sehe ich.
Erstmal gehen wir da hoch. Ich könnte zwar hochhüpfen, aber wir gehen den offiziellen Weg. Ja, ich glaube, das hier ist jetzt mein Lieblingstempel. Wir haben eine Opfergabe gegeben. Für den Augenblick ist alles friedlich. Ah, das Popo. Gefällt es dir? Ich wusste es. Vielleicht bist du wirklich gut darin, Landschaften zu malen. Und vielleicht liegen die Porträts mehr. Oder du malst einfach, was du willst. Genau, Porträts. Das passt zu dir. Es ist wirklich wunderschön geworden. Gute Arbeit, Napopo. Was hältst du davon, es jemand anderem zu schenken? Aquila ist besessen von Schönheit. Er wird sich bestimmt dafür interessieren. Komm schon, ich wette, es gefällt ihm. Er ist ein Freund der Künste. Ich nehme mal an, das war ein Ja. Okay. Warum wir das gemacht haben, weiß ich nicht, aber wir nehmen gerne das Maler zum weiteren Fahren. Okay, der Tempel. Da war eine Krabbe und ein Angelspot und eine Blume nehmen wir auch mit. Ich könnte mich mal anders kleiden. Oh, was ist denn das? Was war das? War das eine Speise? Was war das? Das sah aus wie... Nee, was war das? Ich weiß es nicht. War das irgendwas hier? Ich kann nicht erkennen, was es war. Doch, eine Mütze. Jetzt habe ich's. Okay, hab eine Mütze gefunden. Schauen wir mal schnell, was es hier zu angeln gäbe. Ich muss nicht immer alles angeln. Das nehmen wir natürlich auch. Habe ich dich schon? Ich weiß es nicht. Kommt mir gar nicht so bekannt vor. Und der Köder ist auch der seltenere Köder. Kugelfisch. Habe ich Kugelfisch schon? Ich hatte noch keinen Kugelfisch. Na dann. Gönnen wir uns noch ein zweites Mal. Ach, kann es sein, dass es immer einen Bonus gibt, umso besser man die Fische fängt? Nein, glaube ich nicht. Ja. Wieder einer. Naja, haben wir jetzt Kugelfische. Da drüben ist eine Eichel, die interessiert mich. Aber die Blume interessiert mich. So, jetzt ist es wieder dunkel. Mal Lucky Lucky machen auf der Karte. Kann ich hier nach Süden... Wo komme ich hier raus, wenn ich nach Süden fahre? Auf der Karte ist ja... Wenn ich nach Süden fahre, nichts verzeichnet. In der Theorie. In der Praxis komme ich wo raus? In der Praxis bin ich hier im Eck. Aber ich komme nicht durch. Was ist das hier? Ein Marinestützpunkt. Oh. Okay, wo bin ich hier? Oh, was ist das für ein Fisch? Marathunfisch. Jawohl, gönne ich mir. Unbekanntesten Fische. Und was haben wir hier? Was ist das? Hier ist Duna also hergekommen, um mit Sami zu studieren. Dieser Ort ist riesig. Ach, das ist das Gericht, was ich als Quest habe abzugeben. Geil. Hätte ich die anderen nicht gebraucht. Okay, was ist hier? Was ist das? Das nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Warum auch immer es hier liegt. Ja, er wollte also nicht, dass ich diesen Ort entdecke. Das war gerissen von ihr. Aber unsinnig. Ich habe ihn entdeckt, diesen Ort. Und er ist vermüllt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wahrscheinlich komme ich hier ein andermal wirklich hin. Oh, Tauchausrüstung. Sehr schön. Naja, sagen wir so. Die Reise hierhin
War auf jeden Fall es wert. Der Marinestützpunkt. Tja, war einmal ein Marinestützpunkt, würde ich mal sagen. Hier war schon lange keiner mehr. Gut. So viel dazu. Da ist was zum Tauchen. Dann tauchen wir doch mal. Vielleicht ist was beim Marinestützpunkt vergraben, verschollen oder so. Also haben wir gerade was zum Tauchen bekommen. Blub, blub. Hier ist was. Huh. 420 Kohle. Also Geld. Mehr ist aber nicht versteckt. Ja, aber das ist schon mal nicht schlecht. 420 ist echt nicht. Nicht verkehrt. Das hat den kleinen Tauchgang schon wert gemacht. Ich frage mich, ob man da mehrmals... Oh! Du! Wo bin... Warum... Wie... Ich bin doch von da gekommen, oder? Du hättest dich mir sofort anschließen können. Jawohl, ein Schwein. So. Norden, Norden, Norden. Ich kann nicht nach... Ich kann zu diesem einen unbekannten Ort nicht. Das bedeutet, wir haben alles bis auf diesen unbekannten Ort hier. Wobei, ich kann auch nicht hier runter. Zu dem Ort, wo ich gerade bin, wo Mara das Zeichen ist. Aber gut. Bis auf den einen Ort dort unten haben wir alles entdeckt. Eventuell ist er neben dem schwarzen Vulkan. Vielleicht sind da die Elite dort unten. Das ist anscheinend das letzte Gebiet, so in etwa. Okay, cool, 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 cool. Huhn ist auf die Insel gekommen. Ja, ja, ich akzeptiere. Nein, ich akzeptiere doch. Ja, es ist für mich okay. Akzeptieren, hier drücken. Nein! Na gut, ist ja egal. Vielleicht sollte ich einfach schlafen. Eine Himbeere. Zum Glück sehe ich ja was. Hier ist ein neues Schwein. Erstmal füttern. Ach, diese Bugs. Ja. Naja, das Spiel hat halt Bugs. Aber solange das so so häufig auch speichert, vielleicht verschwindet danach es. Nein. Gut. Solange es speichert, ist alles in Ordnung. Ich hoffe, das geht weg, wenn ich neu starte. Wir haben auf jeden Fall jetzt einiges erlebt. Ihr habt die Insel nochmal gesehen, wie sie hier State of the Art ist. Mit den Zäunen könnte man auch arbeiten. Man könnte das sowieso noch einiges hier machen, aber ich will erstmal alle Früchte sozusagen freischalten, um da... Beziehungsweise macht am meisten Spaß, die Büsche und Bäume. Das hier anbauen, ja, es ist auf jeden Fall angenehmer als Animal Crossing, aber sonst... Schwein und Huhn haben wir neu dazu bekommen. Schaf haben wir, glaube ich, auch neu dazu bekommen. Ja, ihr könnt mich zwar jetzt nicht sehen, aber ich bin glücklich. War eine erfolgreiche Erkundungstour wieder über die Insel. Das bedeutet, beim nächsten Mal müssen wir zu Duna zurück. Dem kann man sein Essen bringen. Dem können wir das bringen und ja, schauen wir mal. Warte mal, gibt's... Oh, nee. 100% abgeschlossen? Der eine Pirat da. Dazwischen. Okay, ich glaube nicht, dass ich irgendwas für den Piraten gemacht habe. Naja, dann ist es so. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.